Moin Michi. Hey. Was geht ab? Facebook hat mich darüber informiert, dass der Tag X jetzt ist. Jetzt ist der Star Wars Film da. Jetzt. Ja. Ist das aufgefallen? Oh, nee, habe ich gar nicht mitgekriegt. Ich schreibe nur jeden Tag 5 News dann, oder? Hat dir jemand Star Wars gesagt? Oh Gott. Genau, der Richtige, der noch gefehlt hat. Aber wir müssen dazu sagen, du hast dich jetzt nicht für heute so angezogen, Marco, das ist... Aber sieht immer so aus. Ich habe tatsächlich meinen Rogue One-Schal nur an, weil ich gerade so begeistert für diesen Film bin. Vorfeld wie im Nachgang. Also ist wenigstens der Film ist gut, also hat sich der ganze Trubel hat sich wenigstens rentiert. Ja, hat er, allerdings. Also, oder? In der Hinsicht sind wir uns ja auch sogar ziemlich einig. Ja. Er ist ja immer der Skeptiker von uns beiden. Ich bin natürlich der Fanboy, das muss man dazu sagen, aber genau darum geht es ja auch bei Star Wars. Ja. Es soll ja die Fanherzen schon höher schlagen lassen. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, für mich war zum Beispiel das Erscheinen eines Star Wars Trailers eine seltene, ein besonderes Erlebnis. Und ich habe halt jetzt gerade eben das Gefühl, Star Wars ist kein rares Gut. Also es ist nicht so, dass jetzt alle paar Jahre mal ein Film kommt und dann kommt halt ein Trailer und man freut sich voll drauf und dann dauert es wieder Jahre, bis der nächste kommt. Sondern, mein Gott, ich weiß doch jetzt schon, bis 2020. Offiziell. Und das ist nur, was wir wissen. Ja. Die wären ja blöd, wenn sie nicht im Hintergrund 3 Han Solo-Filme machen in der ersten 50. Ich muss halt dazu sagen, den kleinen kugelrunden Wally, der vor 20 Jahren noch irgendwie vor sich hingekrebst hat, dem hätte man das alles richtig in den Rachen stopfen können. Der hätte das alles mega geil gefunden. Mittlerweile wird es mir einfach einen ganzen Ticken zu viel. Ja. Also mir gar nicht. Ihr dürft nicht vergessen, Star Wars ist eine Marke, die wird 1977 gemolken. Mhm. Es gibt über 80 Star Wars Spiele. Das heißt, in 40 Jahren gab es jedes Jahr 2 Star Wars Spiele. Merchandise schon immer, seit man Kind ist. Man kennt es ja, man ist damit aufgewachsen auf dem Schulhof. Ja. Ich kannte Star Wars lange, bevor ich es gesehen habe. Und ich meine, die Prequels haben das ja auch schon aufgewärmt. Jetzt haben wir natürlich jedes Jahr einen Star Wars Film. Jetzt die Frage ist, ein Star Wars Film jedes Jahr zu viel? Ich weiß nicht, ich kann auch jedes Jahr mehrere Marvel-Filme ertragen, noch hat es sich nicht zu sehr abgenutzt. Bei Marvel siehst du zwar ein bisschen die Abnutzungserscheinung, aber vor 2 Jahren ist noch Guardians of the Galaxy gekommen, der hat nochmal alles umgekrempelt. Ja. Nächstes Jahr kommt Guardians of the Galaxy Volume 2, der wird auch nicht alles umkrempeln, aber das wird nochmal ein Ausnahmefilm unter den ganzen Marvel-Filmen. Aber so gesehen, wie du es gerade sagst, ist es eigentlich besser geworden, weil man kriegt jetzt mehr Film pro Merchandise. Also früher hattest du halt einen Film, mit dem du dann mehrere Jahre Merchandise ertragen musstest und das Zeug drumherum. Und jetzt ist halt einfach auch mal die Substanz, um die es eigentlich geht. Ja, solange die auch immer wieder gerne einen neuen, frischen Twist mit reinbringen, habe ich auch ehrlich gesagt nichts dagegen. Weil da haben wir uns ja auch solange immer was Gutes bei rumkommt, ist es okay. Genau. Aber mir geht es halt, also ich habe gerade so ein bisschen im Hinterkopf einfach, wenn es so weitergeht, wie halt gerade bei Marvel und DC, dass halt einmal, sagen wir jetzt mal, bei Marvel ein mittelmäßiger Film und dann wieder ein geiler Film kommt, okay. Aber DC hat halt gerade irgendwie es ist nicht so wirklich auf die Reihe gebracht, sagen wir mal so. Okay. Jetzt haben wir im Jahr 4 Comic-Verfilmungen. Ah, läuft schon wieder. Also doch, mit Fox und so. Das hat ja auch mit Rechteverhalten zu tun. Aber das hast du ja schon die letzten 10 Jahre, hast du jedes Jahr mehrere Comic-Verfilmungen, manche bleiben hängen, manche nicht. Ich sehe das bei Star Wars noch nicht ganz so. Es ist halt ein Film. Und solange die Qualität oben bleibt, weil auch selbst das Star Wars 7 kann man meckern, wie man will, das ist immer noch ein qualitativ hochwertig gemacht. Ich hatte auch meinen Spaß. Ich hatte nur meinen Spaß. Und was die Trailer angeht, ist immer der erste Trailer und der zweite Trailer, das sind immer die, wo alle drauf abgehen, den Hype generieren. Alles, was jetzt danach kommt, was wir jetzt erlebst mit den ganzen Trailern, das ist ja unmittelbar vor Filmstart. Da kommt ja jede Woche ein neuer International Trailer. Ja. Jeden Tag ein neuer TV-Spot. Das gehört halt so ein bisschen dazu. Vielleicht bin ich aber das ist auch bei jedem Film so, bei jedem Blockbuster. Was ich jetzt aber gerade gemerkt habe, ist, für mich ist gerade eine neue Hoffnung aufgekommen und das hat nichts mit Star Wars zu tun. Gerade eben haben wir gesehen, dass das Wasser wieder geht und das heißt, die Kaffeemaschine geht bald wieder. Aber da habe ich noch gar nicht gedacht. Es hat sich rentiert, das ist Arbeit zu kommen. Best day ever. Aber wieso süffle ich noch am Filterkaffee?